So, willkommen zurück zu Let's Play Hitman Blood Money. Man sieht schon, was passieren wird. Ich kenne die Mission teils und jetzt spielen wir die letzte Mission. Requiem for a Dream. Nein. Aber jetzt werden wir die letzte Mission anbrechen. Die letzte Mission von Hitman und ich versuche alles perfekt zu machen. Muhaha. Und auf geht's. Eine Karte ziehen. Genau, er repariert seine Waffe, das kenne ich irgendwoher. Okay, eine Frau, die kommt uns bekannt vor. It's me, 47, Diana. What are you doing here? Easy, try to sneak in. The place is surrounded by hundreds of SWAT members right now. They're getting ready to move in. I had to warn you, there's still time for you to escape. I've got a plan. Oh, das ist ein bisschen leise, oder? Ja, da wurde Hitman zum ersten Mal richtig gelingt. So, jetzt sehen wir die Beerdigung von Hitman. Das Ende vom Spiel. Das Ende von der Serie. Wer weiß. This videotape confirms his presence in the White House moments before the assassination. I'll be damned. If cloning isn't outlawed, we'll all be damned. Who actually killed him? That's the most delicious irony of all. He stumbled coming over the compound wall, severed his spinal cord on the rocks. The world's most nefarious assassin died of clumsiness. How'd you confirm his identity? His DNA includes signature sequences from the five. Die Frau so nach dem Motto, verpiss dich, alter Mann. Biologically impossible for anyone but the Ortmeier clone to have that DNA. You're giving me all this as an exclusive. Why me? We admire your objectivity, Rick. Ja, seine zwei Silverborner. Und ein letzter Kuss. 47's ashes are going to take pride of place on my mantle. Chaplain! Chaplain! So, das hier ist jetzt wirklich blind. Blinder als blind. Okay, es geht, ne? Also ich weiß schon. Ich weiß schon, dass der wieder aufsteht. Was nicht das Ende von Hitman ist. Oh fuck, jetzt hab ich die...
Fuck, jetzt habe ich die Waffen weggepackt. Ja, das ist jetzt nicht so toll, ne? Dann lasse ich... Ja, das zum Thema. Er schießt mich. Das war jetzt echt mal ein richtig fetter Fail. Okay, dann starten wir das jetzt nochmal neu. Es ist wirklich, also ich hab's schon mal gesehen, es ist wirklich schwer. So, nochmal. W und S, glaube ich, muss man drücken. So mache ich das zumindest. Schnell im Zickzack rennen. Dann treffen die wirklich weniger. Hä, was zur Hölle? Wieso ist jetzt hier was explodiert? Also das war jetzt mal wieder... Manchmal frage ich mich wirklich, was soll das? Explosion? Hä, was zur Hölle? Ja, das sollte eigentlich richtig episch sein, dass ich das beim ersten Mal sofort schaffe. Aber das... Fuck, dann brauche ich jetzt... Nein! Ah, man braucht 3 Headshots, dann kann man wieder hier... Dann kann man wieder mit leerem Leben weitermachen. Fuck, Owens. Ich überlege gerade, wo ich hinlatschen kann. Klasse. Für den dritten hat's nicht gereicht. Ich habe alles gekillt. Ah. Ja, klasse. Ich weiß jetzt nicht. Ja, man sieht auch unten, wie das Leben da aufsteigt. Fuck. Welcher... Nein, nein, nein. Geht doch. Die kann man jetzt nämlich... Ja, geht doch, endlich. Juhu. So. Ja, das epische Ende von Hitman. Wir werden uns jetzt erstmal mit Waffen eindecken. Denn jetzt wird alles abgeschlachtet. Meine Artikulation ist mir gerade relativ egal. Abschlachten, ob abschlachten oder nicht, ne? So, hat der noch was bei? Ein Stilett, wow. Wie langweilig. Der hat bestimmt noch was bei, ja. Und zwar eine Pistole. So, mein Lieber, wo bist du denn hin? Eben weiter noch einer. Egal. Wir laufen hier raus und suchen uns unsere nächsten Opfer. Aber dafür nehmen wir es natürlich lieber hier. Unsere Silver Ballers. The most epic weapons. The most epic weapons in this game. Indeed. Und ich hab's gar noch ein bisschen Leben. Ah, da seid ihr alle. Oh, der kommt gefährlich nah. Das könnte wirklich ein Problem werden. Nee, da nehme ich mir lieber meine MP7. Oh, fuck. Ja, hol ruhig, versuch's nur. So, mein Lieber. Friss Kugeln. Du ekliges Ave Maria, mein Freund. So. Ah, da ist ja die Kostüme. Denn damit werden jetzt die letzten erschossen. Ich liebe es. Also, ich merke jetzt schon, wie sehr ich dieses Level liebe. Denn jetzt gehen wir ganz langsam. Nein, nicht ganz langsam. Sondern so
So. Oh, mein Freund, dich kenne ich doch. So. Jetzt kommt noch eine etwas längere Cutscene. Ich werde nicht dazwischen reden. Und Hitman geht seinem Geschäft nach. Das Ende eines wirklich genialen Spieles. So, ich hoffe, es hat euch das Let's Play gefallen, auch wenn einige Fails drin waren, wie zum Beispiel jetzt gerade eben die letzte Mission. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir, ob ich weitermachen soll. Es war mein erstes Let's Play. Als nächstes würde dann Rainbow Six Vegas 2 folgen und eventuell Fear 2, wobei das ja schon Tio Let's Playt. So, continue. Ja, ich möchte continue. Geht anscheinend nicht. So, ich mache jetzt hier Ende. Und man sieht sich bestimmt nochmal in einem anderen Let's Play. Vielleicht ein Let's Play Together mit dem Taz. Ja. Tschaußen.